Ich weiß, ihr seid unheimlich enttäuscht, dass ihr euer erstes Spiel verloren habt. Aber als ich mich entschlossen habe, euch zu sponsern, da wollte ich euch eigentlich nur motivieren, an die Luft zu gehen. Und vielleicht ein paar Leute kennenzulernen und dass ihr mal richtig was erlebt, Jungs. Also, was haltet ihr davon, wenn wir es den trüben Tassen jetzt noch mal zeigen, hä? Ach, kommt schon, Jungs, wir haben doch nun wirklich nur knapp verloren. Okay, okay, sie haben gewonnen. Aber wir sollten uns nicht von einer Niederlage fertig machen lassen. Stattdessen sollten wir sehen, was wir daraus gelernt haben. Mein Alter richtig einzuschätzen, das habe ich bei dem Spiel gelernt. Ich habe gelernt, dass ich wie ein Schweinchen in Pink aussehe. Get your motor running, head out on the highway, born to be wild. Hey, wirklich gut. Es sagt wohl keiner mehr, hallo Mom, ich bin zu Hause. Ivy hat fantastische Neuigkeiten, erzähl schon. Okay, 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 also. Ich habe euch bis jetzt noch nichts gesagt, weil ich euch damit überraschen wollte. Aber heute Morgen bin ich mit dem Boss... Sie werden es nicht glauben. Super, los, erzähl schon. Okay, okay. Heute Morgen fuhr ich mit dem Boss... Ich wollte schon, dass ihr es mir erzählt. Das ist der Wahnsinn. Und mach schon. Okay. Also, ich bin heute zur Fahrschule gefahren und habe dort meine vorläufige Führerscheinprüfung gemacht. Ich darf fahren! Das ist ja wundervoll, Schatz. Hey, herzlichen Glückwunsch, Ivy. Danke. Ich bin stolz auf dich, Ivy. Also, und wer bringt mir jetzt das Fahrrad? Mach's gut, Ivy. Born to be wild. Ivy, ich kann's gar nicht erwarten, bis wir endlich mit dem Auto herumfahren. Wir fahren am Strand lang, danach in die Stadt rein. Ja, und dann zum Supermarkt, um die Einkäufe für deine Mom zu erledigen. Oh, schon mal. Alles klar, mach's gut. Also, Mom, bringst du mir das Fahren bei? Oh, Schätzchen, ich weiß nicht. Es ist wirklich nicht einfach, jemanden das Fahren beizubringen. Dazu braucht man jemanden, der unglaublich geduldig ist. Eine Schule nimmt $350 für die Stunden. Tja, also wenn ich es mir recht überlege, kann ich damit dienen. Wir fangen gleich morgen früh an. Ehrlich, meinst du es ernst? Mhm. Oh, Mom, du bist die Beste. Ja. Wie kann ich dir jemals dafür danken? Indem du versprichst, vorsichtig zu fahren. Also das Letzte, was wir auf dieser Welt brauchen, wäre noch eine Verrückte auf der Straße. Einen schönen guten Nachmittag, Motorsportfreunde. Und das in meinem Haus. Tja, wenn man dem Asphaltgeflüster glauben darf, dann muss es jemand geben, der hier einen Fahrlehrer sucht. Genau, das bin ich. Oh, Ivy, das darf doch nicht wahr sein. Wie heißt es doch so schön? Frau am Steuer, Abenteuer. Na, wie auch immer. Ich bin jedenfalls genau der Richtige für dich, der dich in die Welt des Fahrens einweiht. Oh nein, ist das tatsächlich dein Ernst? Selbstverständlich. Also, ich werde ihr nicht nur beibringen, wie man fährt. Ich werde ihr auch noch beibringen, wie man mit einem Maximum an Genauigkeit Wasser- und Sandlöcher vermeidet. Wasser- und Sandlöcher? Bas, wir sprechen hier vom Fahren eines Wagens. Ja, und das tue ich auch. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss meinen Caddy waschen gehen. Fahrschüler mit nervöser Mutter. Oh nein, das Schild sieht so peinlich aus. Wieso hast du eigentlich nicht gleich noch eine Polizeieskorte bestellt? Hallo, ihr beiden. Entschuldigt die Verspätung. Können wir los, Ivy? Kyle, weißt du, ich habe meine Meinung geändert. Wir brauchen dich wohl doch nicht. Was? Das ist doch nicht euer Ernst. Wir hatten eine Menge Stress, um das alles zu organisieren. Außerdem hat die Polizei versprochen, dass ich die Sirene bedienen darf. Na, vielleicht haben sie noch ein Megafon, mit dem du spielen kannst. Mhm. Auf geht's. Achtung, Achtung, hier spricht der Bürgermeister. Hey, Ivy, Kleines, wir kommen nachher vorbei und holen dich ab, okay? Tut mir leid, Schatz, ich schätze, ich bin etwas zu weit gegangen. Wir sollten es vergessen und uns auf den Weg machen. Ha? Okay, dann los. Okay, Augenblick, Moment mal. Ivy, du scheinst überhaupt das Wichtigste zu vergessen. Bevor du irgendwo hinfährst, woran solltest du immer zuerst denken?
an das Radio. Nein, nein, nein. Ich meinte den Sicherheitsgurt. Ah, ja, richtig. Okay. Also. Jetzt musst du die Spiegel kontrollieren. Blinker raus und dann fährst du ganz langsam los. Spiegel kontrollieren? Ivy. Gut, den Blinker raus und langsam losfahren. Hey, gar nicht mal so schlecht für das erste Mal. Also, wo fahren wir jetzt hin? Nach Hause. Vielen Dank, Onkel Bino, dass du mir freiwillig das Fahren beibringst. Ach, das mache ich doch gerne, Schatz. Meinst du, dass Mom es überstehen wird? Aber klar doch, sie muss sich erst von dem Schock erholen. Sie braucht ein bisschen Ruhe, das ist alles. Deiner Mutter fehlt einfach die Persönlichkeit, die ich besitze. So, ich möchte, dass du rückwärts aus der Einfahrt und dann nach Norden fährst. Wie der Herr wünscht. Wow, das war nah dran. Junge, wenn Mom mitgefahren wäre, hätte sie sich bestimmt schon auf und davon gemacht. Danke für dein Verständnis, Onkel Bino. Onkel Bino? Kapiere ich die Sache. Es hängt nur davon ab, den richtigen Lehrer zu finden. Hey, was wäre das schon für ein Vater, wenn er seiner Tochter nicht mal Fahrunterricht geben kann? Du machst das richtig toll und verkrampfst nicht so wie Mom und Onkel Bino. Ich habe ja auch den Vorteil, einen Schutzschild um den Wagen legen zu können. Dad! Seit meinem letzten Unfall auf der Erde sind nämlich meine Versicherungsprämien ganz schön gestiegen. Ich glaube, ich verschiebe es lieber. Ach, nun komm schon, Ivy. Du hast jetzt 3 Wochen hart geübt. Ich würde dich nie zu etwas ermutigen, von dem ich nicht wüsste, dass du es schaffen könntest. Ermutigt hast du mich nur zum Tuba-Unterricht. Was guckst du mich so an? Ich frage mich nur, welchen Prüfer ich kriege. Ein paar sollen ja ganz gemein sein. Schatz, das ist doch ganz unwichtig. Es sind Menschen mit einer sehr verantwortungsvollen Position. Sie werden nur als gemein bezeichnet, weil sie zufälligerweise ihren Job ernst nehmen. Garland, Ivy Essel, umdrehen! Zugegeben, es gibt natürlich auch welche, die ihren Job ernster nehmen als andere. Mom, ich hab Angst. Ach, mach dir keine Sorgen, Ivy. Ich werde mit ihm reden. Solche Jungs fühlen sich nur stark vor Teenagern, aber ich bin hier der Bürgermeister. So, die haben auf mich zu hören. Hallo, ich bin Kyle. Halt die Backen, Clown! Ja gut, wenn Sie meinen... Hallo. Ich bin Ivy's... Mund halten Sie, Zwerg! Zwerg? Du lässt zu, dass er so mit mir spricht? Natürlich nicht. Hey, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Applegate, Kyle X. Früher Schmierenkomödiant, der der amerikanischen Öffentlichkeit die miesesten Filme angeboten hat. Er benutzte später sein Milchgesicht und wurde der inkompetenteste Bürgermeister, den es in dieser Stadt jemals gegeben hat. Der Junge hat seine Hausaufgaben gemacht. Mom! Ihr macht ihn nur sauer. Hört jetzt auf damit. Also, Schluss jetzt mit diesem Zivilistengeflüster. Wir schreiten zur Prüfung. Garland, ins Auto! Na los, 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 Bewegung! Also, den Prüfer kann ich Ivy wirklich nicht zumuten. Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie eigentlich der einzige verfügbare Prüfer? Ah, ich verstehe. Wir haben noch eine andere Nummer. Ich wünsche dir viel Glück, Schätzchen. Aufgepasst, Garland. Wir fangen mit den Handsignalen an. Links, ab! Rechts, ab! Oh!
Oh. Verzeihung, ich bin etwas nervös. Entspannen Sie sich, Garland. Sie werden die Prüfung schon durchstehen. Hm. Ehrlich, denken Sie das? Hey, vielleicht ist er gar nicht so mies. Ich wette, unter diesem harten Kern ist er ein sanfter, besorgter und liebenswerter Mann. Wenn Sie Fehler machen, fallen Sie natürlich durch. Was für ein glatzköpfiger Idiot. Aber es gibt ja schließlich noch das nächste Jahr. Und das Jahr danach. Ich meine, nur weil jeder Zweite in der Stadt, der 16 Jahre alt ist, den Führerschein macht, müssen Sie ihn noch lange nicht machen. Oder? Ich halte das nicht mehr aus. Naja, sicher, die anderen Kinder werden Sie auslachen, aber das sollte Ihnen wirklich nicht ausmachen. Haben Sie nicht noch eine Prüfung? Ich will Sie nicht aufhalten. Ah, richtig, genug gesabbelt. Ich will Ihnen auch nicht zu viel Selbstvertrauen einflößen. Danke. Also gut, Garland. Auf die Pferde und ab durch die Mitte. Los! Wie kann dieser Mann bloß zu einer, die so süß und so zierlich ist, so grausam sein? Keine Ahnung. Die Sache mit dem Schmierenkomödianten war auch nicht fein. Okay, Garland, einparken. Jetzt ist es an der Zeit für meine Lieblingsübung. Parallel parken. Parallel parken? Aber meine Freunde haben mir gesagt, das muss ich nicht machen. Dann sollten Sie sich neue Freunde suchen. Oh. Wollen Sie wirklich, dass ich hier einparke? Sehen Sie doch da vorne, da ist viel mehr Platz und außerdem viel einfacher. Garland, nehmen Sie sich zusammen. Wie Sie wollen. Okay. Hören Sie gut zu. Vergessen Sie Ihre Angst. Parken Sie korrekt ein, bekommen Sie Ihren Führerschein. Versauen Sie es, können Sie bei Ihrer Monatskarte bleiben. Viel Glück beim nächsten Mal, Garland. Wenn er mich nicht so nervös machen würde. Ich lasse das nicht nochmal über mich ergehen. Falls Sie jetzt enttäuscht sein sollten, habe ich hier einen Lollipop für Sie. Nein, danke. Ich würde sagen, ich brauche ihn nicht. Sehen Sie sich um. Was? Wie haben Sie das geschafft? Ich habe an Ihren Rat gedacht und angstfrei eingeparkt. Wissen Sie, den Führerschein hätte ich ohne Sie niemals geschafft. Vielen Dank. Keine Ursache. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass mein kleines Mädchen den Führerschein bestanden hat. Hm. Es wird bestimmt nicht lange dauern, da sagt sie, hey Mom, kann ich deinen Wagen haben? Hey Mom, kann ich deinen Wagen haben? Wow, du bist gut. Ivy, wo willst du denn hin? Zum Karneval. Karneval? Oh, wenn du die tätowierte Lady siehst, sag, ich hätte meinen Filzstift bei ihr liegen lassen. Das war nur ein Witz. Sowas vergesse ich doch nicht. Was ist denn nun, Mom? Kann ich den Wagen haben? Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen zu ängstlich. Oh, oh. Donna, das ist doch vollkommen unbegründet. Ivy ist doch eine gute und vorsichtige Fahrerin. Gibst du mir deinen Wagen? Das schlagt dir aus dem Kopf. Na gut, Schätzchen, nimm meinen Wagen. Oh, danke. Aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu fahren. Mom, reg dich nicht auf. Ich baue ganz bestimmt keinen Unfall. Also so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Ich könnte mir vorstellen, das fällt dir gar nicht mal auf. Wie sollte ihr das wohl nicht auffallen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich einen Unfall hatte. Eigentlich ist es auch kein Unfall gewesen. Du bist doch bloß beim Einparken rückwärts gegen einen Pfeiler gefahren. Weiter nichts? Meine Mutter wird mich bis in alle Ewigkeit mit Hausarrest bestrafen.
Das nächste Mal sehen wir uns wahrscheinlich zum 60. Jubiläumsklassentreffen. Ivy, immer mit der Ruhe. Sie wird dich nicht bestrafen. Du, ich weiß, wie deine Mom nie etwas davon erfahren wird. Wirklich? Wie? Sag einfach nichts. Ach, Lindsay, manchmal frage ich mich, was ich ohne dich machen würde. Du bist wirklich ein Wunder. Es ist mein Ernst. Wir fahren den Wagen rückwärts in die Garage. Und? Auf die Art kann sie doch gar nicht auffallen, wenn sie rausfährt. Sie wird irgendwo parken und wenn sie zurückkommt und ihr der Schaden auffällt, wird sie automatisch annehmen, dass hier irgendjemand hinten reingefahren und verschwunden ist. Ist doch ganz einfach, oder? Danke. Aber ich kann meine Mutter nicht anlügen. Du brauchst doch gar nicht zu lügen, keine Sorge. Niemand weiß, dass du Schuld hast, glaub mir. Und du wirst auch nicht eingesperrt. Ivy, bist du wieder zu Hause? Also melde dich bei mir. Ja, ich bin in der Küche, Mom. Ein Glück, dass du schon wieder da bist. Ich wollte nämlich mit Bino nachher wegfahren. Also, wie war denn deine erste Fahrt? Erzähl schon. Es war nichts Besonderes. Ich verstehe gar nicht, wie die Leute sich so am Fahren hochziehen können. Ich finde es viel besser, seine Füße in die Hand zu nehmen. Weißt du was? Und genau das werde ich jetzt tun. Ah, hallo. Habt ihr Eisbär? Nein, ich kenn's da. Wieso nicht? Weil wir heute Nachmittag schon alles verbraucht haben. Ach, wer denn? Wir sehen uns nachher. Oh, auch übrigens, Donna, an deinem Auto, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Was? Was? Der Reifen vorne links hat etwas wenig Luft. Oh, Onkel Bino, sag mal, ist das alles, was dir auffiel? Ja. Außer der fehlenden Stoßstange. Was fehlt an meinem Wagen? Du hast ja nichts erzählt. Hey, ihr beide werdet noch zu spät kommen und das Spiel versäumen. Also los, jetzt aber Beeilung. Na los, 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 macht schon ab. Ja. Bino, du darfst heute Schiedsrichter sein. Ich glaube, ich habe ein größeres Problem zu lösen. Ja, gut. Ivy. Na los, erzähl schon. Okay. Ich wollte einparken und bin an einen Pfahl gefahren. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, es zu verheimlichen. Na los, schrei mich an, ich hab's verdient. Wieso sollte ich dich anschreien? Ein Schaden kann doch repariert werden. Die Hauptsache ist doch, du bist okay. Versprich mir aber von jetzt an immer die Wahrheit zu sagen. Ich verspreche es, nie wieder Geheimnisse. Komisch, dass du beim Einparken Probleme hattest. Gerade das hast du doch bei der Prüfung ausgezeichnet geschafft. Ja, ein kleines Geheimnis wäre dann auch. Ivy Ethel Garland, kennst du die Strafe für das Benutzen fremder Kräfte in einer Führerscheinprüfung? Nein. Ich kenne sie auch nicht. Aber wenn es eine gibt, sage ich dir, fällt sie streng aus. Tja, also da gibt es nur eins. Du musst die Prüfung wiederholen. Und wie? Wir können doch nicht der Fahrschule sagen, dass ich in meiner Prüfung geglibt habe. Oder doch? Onkel Bino, die Freude am Fahren ist mir vergangen. Schätzchen, was ist mit dir los? Naja, ich musste meine Prüfung wiederholen, weil ich meine Kräfte benutzt habe. Was? Wieso willst du schmeißen? Erstens mal musste ich 100-mal einparken. Und außerdem hatte ich den schlimmsten Prüfer der ganzen Stadt. Er war gemein, grausam, sadistisch. Was? Wer war's denn? Garland, Ivy Ethel. So, und jetzt Haltung. In Reihe und Glied. Augen geradeaus. Arme ausstrecken. Na komm, meine Kleine. Bewegung, Bewegung, Bewegung!